Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu Assassin's Creed Valhalla. Heute gehen wir weiter durch Norwegen und werden die Hauptstoryline spielen. Ich bin hier im Moment in der Quest Geburtsrecht, Schlacht um die Nordwege. Der junge König Harald ruft Nordweges Clans zu einem Altring in Alrekstadir zusammen. Also wir müssen zum König und mal schauen, was der dann für uns als Aufgabe hat oder was dort passiert. Ich zeige euch kurz, wo ich dran bin. Also im Moment bin ich hier gerade in so einem Räuberversteck. Wir werden jetzt gleich hier sofort ein bisschen was kämpfen und uns dann hier zu diesem Lager mit diesem goldenen Schatz hier, mit diesem Reichtum beschäftigen. Danach machen wir dieses Rätsel. Und von dort aus geht es dann auch schon zur Hauptquest weiter. Also dann werde ich hier mal hinporten, dorthin gehen. Und mal gucken, was dann bei Geburtsrecht passiert. Noch sind wir hier in Norwegen, aber bald dann eventuell auch in England. Ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert. Hier, das habe ich nicht geschafft. Das ist ein sehr starker Kämpfer. Mal gucken, ob ich dann auch irgendwann mal die hier alle abklappern werde. Aber im Moment hier im Räuberversteck kurz aufräumen. Dann hier zu diesem Girtstrat und dann zu diesem Rätsel. Danach dann die Hauptquest. Okay, ansonsten von den Fähigkeiten oder Sachen, die ich so anhab, ihr seht das hier, ich habe alles schon auf Bronze. Ich habe auch schon einen ganz guten Köcher, aber ein bisschen mehr, zack, ein bisschen mehr Pfeile kann der gut gebrauchen. Von dem Stoff oder was das ist, habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Mal gucken, wann wir das mal kriegen. Darum kann ich ihn jetzt nicht weiter verbessern. Und ansonsten, ja, die Items, die sind fast alle schon verbessert, außer er hier. So, die Schuhe waren noch nicht auf Stufe 2. Generell ist es so, hier das Schild habe ich schon in Gold. Das ist also schon die beste eigentlich Stufe. Aber mir fehlen Runen. Ich kann im Moment keine Runen mehr groß einbauen in die... in die verschiedenen Sachen. Ja, in die Rüstungsteile schon, aber nicht in die Waffenteile. Ihr seht das. Oh, doch. Komisch. Ach, für Bärenklaue. Ah, manche Runen sind explizit für ganz bestimmte Gegenstände. Ja, für dieses Schild habe ich allerdings gar keine Runen. Ich könnte 3 Stück reinbauen, habe keine dafür verfügbar. Sehr schade. So, das heißt, hier sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Ich habe auch unterschiedliche Bögen, ich habe auch unterschiedliche Waffen, aber im Moment geht es mit der Axt und dem Schild ganz gut. Vielleicht werde ich gleich mal wieder auf 2 Äxte schalten. Ihr seht, ich habe auch hier so einen Eisenstern. Also man hat schon viele verschiedene Sachen, nur man sieht halt ganz schlecht, was besser oder schlechter ist. Ne? Also, ach komm, wir nehmen die 2er-Axt jetzt mal. So, ist wirklich halt nicht so einfach. Das Vergleichen zeigt zwar an, was man gerade benutzt, aber es zeigt nicht, welche Werte besser oder schlechter sind. Also es fehlen die grünen und roten Pfeile nach oben oder unten, damit man das erkennt. So, und dann, ja, Fertigkeiten habe ich im Moment keine zu vergeben und ich habe 2 Skills gefunden. Einmal hier Helheims Zorn, ja, dass ich richtig sauer bin und da irgendeinem so richtig den Kopf zusammenhaue da. Tobsuchtsanfall und hier Wurfaxt, ja, dass ich so eine Wurfaxt werfe. Das sind die 2 Fähigkeiten, die ich bis jetzt gefunden habe. Und Marvon 123. Moin, kann man in dem Game eigentlich auch wieder Schiffe fahren? Ja, können wir. Das machen wir jetzt gleich auch. Allerdings mache ich jetzt erstmal hier das Räuberversteck fertig. Das Blöde ist, die werfen immer mit irgendeinem Schleim oder sowas. Ich weiß gar nicht, was sie da immer machen. Das hier ist jetzt auch ein Boss. Oder ein Meuchelmörder, der hält ein bisschen was mehr aus. Seht ihr das? Er wirft immer so ein bisschen Sand oder so. So. Ja, war jetzt nicht ganz so drastisch durch den, durch das Gemüse, was da war. Ihr seht, wir sind noch in Norwegen. Oh, was ist denn mit dem gebacken? Läuft der die ganze Zeit weg? Ist denn drauf? So. Und vielleicht noch ihn hier. Kommst du her? Was die eine Panik vor mir haben, ne? Ist schon krass. So.
irgendwie ganz komische Gegner, die dann mehr Angst haben als angreifen. So. Und das war's fürs Räuberversteck. Jetzt können wir ganz gechillt mal gucken, ob wir hier noch einen Punkt haben, den wir aufsammeln müssen. Weil ich war ja jetzt schon. Ne, nichts leuchtet hier mehr. Ist schon ein. Ne, man war schon an der höchsten Zoom-Stufe. So, und dann fahren wir jetzt hier hin. Das ist jetzt was. Das ist ein wichtiger Schatz. Der dicke goldene hier. Dann geht unten dieses Reichtum weiter, was unten in der Ecke ist. Und da reiten wir jetzt einfach mal hin mit dem Pferd. Da hinten leuchtet es schon. Viele sagen, der Rabe kann nicht mehr viel helfen, aber ich finde, der Rabe hilft nochmal ganz gut. Man findet mit dem Raben Schlüssel und sowas alles, also darum, die notwendigsten Sachen findet man immer noch mit dem Raben. So, da ist unser Pferd. Im Moment war ich noch nicht beim Stall. Ich habe noch ein paar andere, schönere Pferde oder so, aber die kann ich leider nicht wechseln, weil ich noch keinen Stall gefunden habe. Scheine ich wohl erst in England zu kriegen. Englerland, muss ich ja sagen. So heißt es ja hier. Ein paar von diesen Stationen habe ich auch schon erledigt, also die Gegner erledigt. Hier gibt es nicht so viele Stationen. Ist nicht so wie Odyssey oder so, an jeder Ecke 15 Lager, sondern ist wirklich übersichtlich. Man kann gechillt hier durchgehen. Und dann seht ihr das ja. So viele sind hier nicht. Kann sich hier richtig schön hier unten bewegen und sie überraschen. Ah doch, die Gegner sind wieder da. Ich habe jetzt zwar schon aufgeräumt gehabt, aber nicht die Truhen geholt. Und dann sind auch schon wieder ein paar Gegner hier. Faszinierend. Na dann. Hey, was? Zack, weg war's. Sehr schön. Also, ihr seht, man kann schleichen, man kann richtig kämpfen. Diese Axt ist ganz gut. Also diese Wurfaxt. Versucht's von der Seite. Was ich noch nicht so richtig rausgefunden habe, ist. R3 tut auch weh, ne? Stampfen. Was ich noch nicht rausgefunden habe, wie sich das da unten wieder auflädt. Seht ihr das? Das R2 ist jetzt gerade nicht aufgeladen. Ich könnte jetzt nicht diesen Tobsuchtsanfall machen. Ich verstehe aber auch nicht, wie der wieder aktiv wird. Weil da, ich sehe da keinen Timer und nix. Irgendwann wird er wieder aktiv. So, ich suche die eine Truhe. Ne? Die, ich glaube hier. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Oh. Das ist halt der Unterschied jetzt, dass man einfach in so ein Lager geht und sich schnell da durchkillt und alles schnell aufräumt. Geht nicht mehr. Man muss immer so ein bisschen mit überlegen, wo sind denn jetzt diese ganzen goldenen Sachen und wie kommt man an die guten Sachen ran. Du hast es so gewollt! Pfeile sind echt über hier, also wenn man mit Pfeilen kämpft, ist alles gut. So, aber mittlerweile habe ich auch schon die größten Tricks raus, wie man in sowas reinkommt. Also es gibt immer irgendwo einen Punkt, der ist offen oder den man verbrennen kann oder wo man draufschlagen kann. Und da kommt man meistens überall rein jetzt auch. Und hallo Mariana, schön, dass du eingeschaltet hast. So, und da liegt auch schon der nächste Skill. Das ist also schon wieder was, kein Schatz, sondern Buch des Wissens. Buch des Wissens bedeutet, wir lernen einen neuen Skill. Schlummerdorn. So, Reichtum ist ein bisschen höher gegangen jetzt. Wir müssen noch die billige Truhe hier gleich finden. Aber Schlummerdorn, was ist denn das überhaupt? Da, es ist eine Fernkampffähigkeit, meine erste Fernkampffähigkeit. Ein Pfeil, der mit der Sventon-Rune versehen wurde, lässt das Ziel fast sofort einschlafen. Okay, ein
Schlafpfeil sozusagen. Das ist aber gar nicht so schlecht. Dann packen wir den mal da rein. Und haben damit einen neuen Skill. So, was ich schon gemacht habe, ist, ich war schon in ein paar Lagern, damit ich euch mal schnell zeigen kann, was es alles so für Gegnertypen gibt, die ich hier noch nicht vorgestellt habe. Standartenträger gibt es, sie sind langsam zu Fuß, aber kluge Kämpfer. Sowohl aus der Distanz als auch im Nahkampf tödlich. Sie passen auf ihre Mitstreiter auf und kommen durchaus auch jenen zu Hilfe, von denen du dachtest, du hättest sie schon besiegt. Ja, also scheint irgendwie auch, ja, Leben wieder zu bekommen oder sowas. Bombenwürfe mit Schüssen aus der Ferne, ja. Störe seine Bombenwürfe. Also interessant. Dann gibt es hier so einen dicken Goliath, da muss man auch drauf aufpassen. Gedrit gibt es einschüchternde Gegner, deren Kampfverhalten die Feinheit und das Kalkül eines wütenden Bullen aufweist. Also einfach drauf mit einer Zweihandwaffe. Dann gibt es hier die Clan-Männer, die sind mit Schilden unterwegs und Speeren und halt einfach richtige Kämpfer, wie man es so kennt. Bogenschützen sind auch im Spiel. Dann hier zwei Waffenkämpfer, ne? Also beidhändige Meister der Waffenkampfkunst. So, dann gibt es Feuerteufel. Ja, was machen die bloß? Ne? Plünderer. Das scheinen einfach nur normale Kerle zu sein. Die fand ich jetzt nicht so besonders. Das sind einfach normale Krieger. Dann gibt es aber Schurken. Die können sich auch verstecken. Das ist natürlich dann schon wieder ein bisschen gefährlicher. Berserker, ja. Nachdem sie viel Schaden angerichtet haben, halten sie ab und zu inne und verdientermaßen kurz durchzuatmen. Ja, und in der Zeit kann man halt selber gut auf die drauf. Schleuderer, gut, wieder ein kleiner Fernkämpfer mit ein paar Schleudern. Der Waffenknecht ist dann schon so, dass sie auch verteidigen können. Also jedenfalls, was von vorne kommt. Und da muss man halt ein bisschen darauf achten, dass man von hinten angreift oder sowas. Dann hier Tierbändiger Ebermeister, ja, also hier mit so einem mit so einem Wildschwein unterwegs, haben wir auch schon einen gefunden, setzen abgerichtete Schweine ein. Das ist doch mal richtig lustig. Mal gucken, ob wir davon noch ein paar treffen. Dann gute Verteidiger mit einem riesen Schild. Macbeth, ich dachte immer, das wäre irgendeine, wie nennt sich das, so irgendwie so ein Roman oder so, oder so eine Theateraufführung. Stammesführer, welche das Schlachtfeld mit unglaublicher Reichweite und aggressiven Kampfgebaren beherrschen. Ne? Also hier richtig mit so einer Riesenkeule. Die sind auch größer als andere Leute. Kriegsfürsten. Ne? Also vorsichtig. Dann den Bannerherr. Ja, ist auch ein starker Kämpfer. Ist auch sowas in der Art wie ein Anführer. Und hat dann ein paar Bogenschützen dabei. Und der Wolfstürmer. Ja, statt ein Eber hat der halt einen Wolf dabei. Ist ein Wolfsmeister. Muss man halt auch ein bisschen drauf aufpassen. So, diese Kämpfer habe ich alle schon mal besucht. Ich werde die aber jetzt nochmal besuchen, weil wir werden noch ein paar finden, denke ich mir mal. So, und jetzt suchen wir uns den zweiten Schatz noch. Fähigkeit haben wir jetzt schon. Und ihr seht unten schon, ja, jetzt habe ich auch mit L2 eine Bogenfähigkeit. Ne? R2 ist die Nahkampf, L2 die Bogen. Ach, die seht ihr gar nicht. Die ist hinter dem Chat versteckt. Da müssen wir bald mal überlegen, wo wir den Chat hinpacken. Damit da unten auch alle Sachen sieht. Wie viel Pfeile ich noch habe und so. Dann machen wir das doch mal so, dass wir jetzt mal testhalber schauen, ob wir den Chat nicht besser in eine andere Ecke schieben. Vielleicht mal dort oben hin. So. Jetzt seht ihr nämlich auch die Bogenfähigkeiten, wie viele Bögen Pfeile ich noch habe. Jetzt seht ihr nur nicht oben, wie viel EP ich gerade bekomme, aber ich glaube, das ist egal. Die paar EPs, die man bekommt. So, was jetzt nicht egal ist, wie ich an diese zweite Schatztruhe rankomme. Die hier irgendwo drin ist. Irgendwie kriege ich die nicht vernünftig ins Visier. Hilf mir, sei meine Augen. Ach, da ist die. Die ist hinter mir. In der Richtung. Ah. Jo. Wir müssen mal also gucken, wie wir hier in diesen Graben reinkommen. Da unten irgendwo hin. Ja, zack. So schwer war es ja gar nicht. Oder?
Worte auf einem schmutzigen Blatt. Diese Gänge verschlingen Gedanken, entzieht Weisheit. Die Land gehört. Was? Dies Land gehört uns nicht. Wir Ratten. Wie Ratten huschen wir darunter? Okay, komisch, komisch. So, da müssen wir rein. Würde ich sagen, oder? Ich blick wirklich gerade nicht durch, wo dieser Schatz sein soll. Irgendwie bin ich blind. Der ist dort. Ja, der ist genau hinter diesen Steinmauern. Aber wie kriegt man Steinbaum? Normalerweise ginge das, denke ich mir, mit so Bomben. Wenn die hier rumstehen würden, ist natürlich die da. Okay. Das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Ich hoffe, die bleibt jetzt ganz, wenn ich da runterfalle. Ja, gucken wir mal. Verdammt! Und damit haben wir die Truhe auf. So, kleine Rätsel immer mal wieder. Und weiter geht's. Diesmal kein Schatz, sondern ein wirkliches Rätsel. Dieses hier. Und danach mit der Hauptquest weiter. Rätsel sind immer so ein bisschen sowas wie Nebenquests oder wie Ereignisse, aber halt weniger als eine richtige Nebenquest, aber mehr als nur so ein kleiner Kampf in der Gegend, also nur als so ein kleines Weltereignis, sondern es ist manchmal mit zwei, drei Schritten versehen. Ein Rätsel, was man machen muss. Ist das kalt? Mal gucken, was wir da bekommen. So, ich muss mal schauen, was war hier schneller? L3 Schwimmzug war schneller, ne? Jo, läuft schon. Wir sind gleich da. Ist nicht so weit. Wunderbar. Nächstes Rätsel. Und dann bin ich mal gespannt, wann wir nach England kommen. Gib acht, sonst holt dich der Fluch. Hier schwelt dunkler Seder. Ein Unheil vergiftet dieses Land. Wenn ihr was nicht versteht, ne, also wenn das Spiel zu leise ist oder ich, dann schreibt es ruhig in den Chat hinein. Warnung an Zauberer. Wisset, dass in diesem Land sei dir der einzig eine... Gib acht, sonst holt dich der Fluch. Hier schwelt dunkler Seder. Ein Unheil vergiftet dieses Land. Ach, Seder. Das ist ein Zauber. Wisset, dass in diesen Landen Seder... einzig eine Sache der Seherin und anderer Weise Frauen zu sein hat. Sollte jemand männlichen Geschlechts, sei er Mann oder Knabe. Gib acht, sonst holt dich der Fluch. Hier schwelt dunkler Seder. Ein Unheil vergiftet dieses Land. Sie schuldig erweisen, dieses unmännliche Werk auszuführen, wird er sich mindestens der Verbannung und womöglich sogar dem Tod durch Entfernung seiner verbleibenden Männlichkeit stellen müssen. Harald, König von Westfold. Den Harald wollen wir besuchen. Also ein Mann darf nicht zaubern. Sonst holt dich der Fluch. Hier schwelt. Was ist das für eine Gefahr, vor der du warnst? Irgendein Wesen, das du jagst? Meine Beute ist das schlimmste Tier von allen. Es vollbringt heimtückische Taten, zu denen kein gewöhnliches Tier fähig wäre. Also jagst du einen Menschen? Einen Zauberer. Einen, der sich einst Mensch nannte, aber der seinen Huger und sein ganzes Wesen mit dunklem Seder verdorben hat. Das klingt mir sehr nach einer persönlichen Fehde. Diese boshafte Spinne, die in dieser Hütte hockt, hat meine Schwester vergiftet. Allein dafür verdient er den Tod. Aber für dich ist vielleicht das Kopfgeld überzeugender, das König Harald auf alle Zauberer ausgesetzt hat. Geld kann überzeugen, wo Leidenschaft fehlt. Ich werde es gegen den Aufwand abwägen. Die Hütte des Zauberers findest du entlang dieses Weges auf der linken Seite. Sei vorsichtig. Okay. Des Weges entlang an der linken Seite. Jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, dass man auch da lang geht, wo der sagt. Die Hütte des Zauberers findest du des Weges entlang. Das ist der Weg entlang. Ne? Das ist kein Weg. Ist das kein Weg? Das ist ein Weg. Linke Seite. Sieht da vorne aus, oder? Ich denke schon. Wir probieren es mal. Man muss schon ein bisschen aufpassen bei den Rätseln, was die sagen oder was geschrieben steht, weil sollte man einen Kamm suchen für eine Frau,
stand irgendwas von Schlamm und Tief und dann wusste ich, ich muss halt tief tauchen. Ich hoffe, das ist jetzt auch der Fall, dass ich das richtig mitgekriegt habe. Ich glaube, das war eher ein Stein. Und mach mal Tag, vielleicht sehe ich dann mehr. Ich bin ja schon alt. Im Dunkeln sind die Augen nicht mehr so gut und so. Na, das hat ja super geklappt, oder? Das machen wir doch nochmal. Wechseln wir doch mal schnell auf den Tag. Hallo? Ja, jetzt wird's hell. Okay. Irgendwie war ich wohl schon sehr früh am Morgen. Ich nehme jetzt nochmal das Pferd. Vielleicht ist es doch der Weg gewesen, den er meinte da. Hier lang so. Irgendwo. Irgendwie ein bisschen markiert ist hier ja was. Der Schnee ist nicht gerade hilfreich, um zu sehen, wo der wirkliche Weg ist. Wirst du dich mir endlich stellen? Oder willst du mich weiter aus der Ferne anschreien? Na, aber guck mal, was hast du gemacht? Ein Zauberer oder eine Zauberin? Bist du der Zauberer, der dieses Land verflucht haben soll? Auf diesem Land lag schon ein Fluch lange, bevor ich herkam. Der Fluch der Rückständigkeit, der ganz Midgard verseucht. Also setzt du keinen Seder gegen dieses Land und seine Leute ein? Ich setze mein Wissen ein, um anderen zu helfen. Ich bin nur eine Bedrohung für die, die Unbekanntes fürchten. Davon gibt es viele. Da ist ein Jäger, der sagt, du hättest seine Schwester vergiftet. Ich wollte sie retten. Ich hatte einen Trank, der ihre Krankheit gelindert hätte. Doch er hat sie lieber in Schweineblut gebadet. Wenn wer die Schuld trägt, dann er und seine rückständige Familie. Er hat seine Schwester getötet. Hör nicht auf ihn. Er wird deine Gedanken vergiften. Du hast nicht mal Gedanken zum Vergiften. Stirb, Monster! So hehl mit dir. Du bist nicht mehr willkommen. Ja. Bluten sollst du. Hör nicht auf ihn. Er wird deine Gedanken vergiften. Ja, wen soll ich jetzt killen? Du hast nicht mal Gedanken zum Vergiften. Stirb, Monster! Zu hin. Ich hab jetzt den Zauberer gekillt. Eines Tages wird dieses Land frei von solchen Unholden sein. Ich schlug zuerst zu, also gehört die Beute mir. Mach mit seiner Leiche, was du willst. Ein Zauberer in Bedrängnis. Ja, hätte ich jetzt auch dem Zauberer helfen können, denke ich mir mal, ne? Also irgendwie... Oh, das gab gut Punkte. Aber war relativ einfach. Ja, ich habe ja gesagt, das sind ganz kleine Nebenquests, ganz kleine optionale Sachen. Unvollendeter Brief. Sadek. Manchmal verzweifle ich an der Fäulnis der Dummheit, welches dieses Land bedeckt. Ich sehne mich nach dem Wärmen... Gefilden, die meine Gedanken wie ein Feld durchflügen, die Saat ungeahnter Möglichkeiten pflanzten. Gedanken, die hier schlecht Wurzeln schlagen könnten. Doch dann sehe ich eine alte Frau, meiner lieben Mutter so ähnlich und erinnere mich, was mein jüngeres Ich in jener fernen dunklen Zeit für die jemanden gebeten hätte, welche die Heilkunst mächtig ist. Es gibt so vieles. Hä? Okay. Ja, also wie es aussieht, hat er wohl wirklich die Tochter oder die Schwester oder was es war geheilt. Ich hätte ihn, glaube ich, leben lassen sollen. Tja, kann mal schief gehen, ne? Trotzdem gab es die EP, das ist die Hauptsache. Und dementsprechend kann ich wieder Fähigkeiten nutzen. So, Fähigkeiten. Gibt es hier beides. So, wir lernen mal was Neues. Hier habe ich schon das Schleichen der Kundschafter. Dadurch habe ich eben die Gegner schon in Rot gesehen. Sonst sieht man die nicht, ne, wenn man das nicht hat. Ich schalte mal diesen neuen Strang hier frei. So, und was gibt es denn dafür? Da gibt es Notfallzielen. Halte L2 gedrückt, um an einen Gegner zu ziehen, der dich entdeckt hat. So kannst du ihn töten und im Detail bleiben. Okay. So, dann schalten wir hier noch frei, damit da auch noch so ein Ding, kritischer Schaden, erhöhen. So, und da kommt
Paradeschaden. Erfolgreiche Paraden richten beim Angreifer Schaden an. Okay. Schön. Also, ihr seht, umso mehr man von diesen Punkten hier freischaltet, umso mehr Skills kann man hier auch nochmal bekommen, die man nachher einsetzen kann. Das nächste ist natürlich hier noch ein bisschen mehr Schleichen. Ich habe jetzt mittlerweile schon so viel auf Nahkampf und auf Fernkampf. Ich werde noch ein bisschen mehr hier auf Schleichen gehen, aber was es da alles für Punkte gibt, was man alles lernen kann. Sprintangriffe und hier fortgeschrittener Meuchelmord. Ja, also, und hier geht es immer noch weiter. Also ist ja nicht so, als wäre das alles. Also heftig. Wie viele Punkte? Aber 280 kann man auf jeden Fall werden von der Stärke her. Wir sind noch nicht mal bei 10%, weil wir sehen ja hier in der Welt hier oben empfohlene Stärke 280. So, jetzt aber zur Hauptquest. Die ist hier. Wenn ihr lieber hier diese ganzen Punkte euch angucken wollt, diese ganzen Rätsel hier, diese ganzen Schätze, alles was hier noch so leuchtet, ne, diese hell leuchtenden Sachen sind halt immer die interessanten Sachen, dann schreibt es in den Chat. Wenn ihr lieber auf die Hauptquest erstmal verzichtet und lieber solche Sachen nebenbei machen wollt, schreibt es einfach rein. So, was wir aber jetzt machen, ist, wir machen dieses Rätsel auf dem Weg zu der Hauptquest. Wir müssen da ja auf jeden Fall hin. So, mit der Schnellreise sind wir schon mal in der Nähe, holen uns da das Pferd. Und dann gibt es ein Rätsel und dann sind wir soweit. Ich glaube, das ist die Quest, die uns dann nach England führen wird. Englerland. Und da gehen wir hin. Seht ihr das? Da leuchtet schon unser Ziel. Oh, das war nicht so gut. Aber, ja, ganz knapp überlebt. Glück gehabt. So, nehmen wir noch ein bisschen Silber mit. Händler gibt es im Spiel. Die Frage ist, wann treffe ich mal einen Händler, der was Sinnvolles für mich hat? Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, wenn man auf so hohen Bergen ist, findet man nicht immer so gute Stellen, wo man runterkommt. So. 1300 Meter müssen wir jetzt in diese Richtung dort. Echt immer ein Problem mit diesen Bergen. Okay. Wir rufen das Pferd jetzt, wenn da unten keine Beeren sind. Also essbare Beeren, weil damit kann man ja immer wieder Heilung aufbauen. Ne, sieht nicht so aus. Ich muss mich echt noch dran gewöhnen, welche Sträucher kann man abbauen, welche, wo sind die Erzsachen, die man abbauen kann und so. Aber bald habe ich das alles drin. Okay, auf zum Rätsel. Jetzt habe ich echt wenig Leben, du. Eieiei. Und keine Heilung mehr. Das heißt, wenn mich jetzt irgendeiner anschießt, bin ich sofort tot. Ist ganz ungünstig. Und noch einmal blöd mit dem Pferd zu fallen. Oh, oh, ich höre da was. Dann war es das. Wie weit ist es denn noch? 200 Meter, dann sind wir auch schon beim Rätsel. Ja, super, schlechtes Wetter. Das kann ich ja jetzt richtig gut brauchen. Da. Das war jetzt mal ein bisschen Heilung, wenigstens. Jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so hilflos. Alter Hahn. Gebt mir die Kraft, euch etwas zu geben. Okay, alter Habeck. Oh Gott, da kann man was tragen. Das scheint viel Arbeit zu werden. Was ist das alles? Mein Leben. Die Früchte meiner Arbeit, allesamt. Und jetzt fehlt mir die Kraft, sie von dieser Klippe zu werfen. Du hast alles hier hochgetragen, nur um es wieder hinunterzuwerfen? Das Pferd hat das meiste bewältigt. Nur so kann ich mein Hab und Gut in die nächste Welt schicken. Meine Kinder werden mich nicht damit begraben. Sie sagen, sie wollen nichts davon. Aber ich weiß, sobald mein Licht erlischt, verkaufen sie es. Wirst du mir deine Kraft leihen? Wirf alles von der Klippe. Je weiter du wirfst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas die nächste Welt erreicht. Ist das so, ja?
Was ist das für ein blödes Rätsel jetzt? Ich soll alles von der Klippe schmeißen. Warum ist alles in Stroh gehüllt? Ich will nicht, dass irgendetwas kaputt geht. Oh mein Gott. Ja, als wenn das kaputt geht, wenn das da runterfällt. Hä? Was ist das für ein Typ? Na, dann klappt ja wieder super hier. Ich soll sein Hab und Gut hier runterschmeißen. Okay. Tja. Keine Ahnung, ob das hier irgendwie. Da drin Sinn ist ein macht. Bogen, den mir Halfdan an der Schwarze gab, weil ich König Sigtrygg einen Pfeil unter den linken Arm jagte. Klingt nach einem guten Schuss. Ich habe jetzt auch mal probiert zu treffen, aber da war wohl nichts. Ich soll die echt alle runterwerfen, die Sachen. Da drin ist ein Trinkhorn, das ich von König Halfdan erhielt, weil ich bei der Entführung seiner Braut Ragnhild half. Tschüss. Was ist das für ein Schrott? Kann ich die vielleicht kaputt machen? Nee. Okay. Er sagt nichts. Ich schmeiß einfach alles weiter runter. Ich meine, es gibt dafür auch eine andere Lösung. Total bescheuertes Rätsel. Wie ist der denn da drauf? Drin ist eine silberne Speerspitze von König Harald, weil ich Halfdans gefrorene Leiche aus dem Rönt gezogen habe. Eine großzügige Familie. Ja, Marfon, ich weiß auch nicht, also was der hier für Ideen hat, damit ihm runterschmeißt. Der ist völlig durch den Wind, der Typ. Ja, sobald die Kiste da unten aufklatscht, ist die doch kaputt. Ist doch wohl klar. Mein Gott, wie crazy. So, und letzter Wurf. Jetzt ist alles weg. Jetzt war es das. Oh, ich darf mit ihm sprechen. Das ist doch schön. Und Fußball-René hat auch eingeschaltet. Ich bin neu und spiele auch, weil hat er direkt Like und Abo. Direkt cool. Und mögen. Yes, korrekt. Mag dich. Das ist aber nett von dir. Ja, Valhalla ist ein tolles Spiel. Und ja, Fußball-René hat echt schön abonniert. Da seht ihr's. Willkommen und viel Spaß hier. Sehr nice. Du hast etwas vergessen. Dich. Ich weiß. Auf den Gedanken kommt es an. Danke für deine Hilfe. Das hättest du nicht tun müssen. Freundliche und mutige Menschen führen das beste Leben. Aber ihr Weg ist nicht immer der einfachste. Ich habe versucht, gut zu leben. Es reicht, dass die Götter das wissen. Selbst wenn der Name Harek Gant in Midgard vergessen wird. Und was wirst du tun, nun da diese Aufgabe vollbracht ist? Vollbracht? Das war die Ankündigung für meine Ankunft. Jetzt verlasse ich diese Welt. Schönes Leben noch. Nach Asgard! Was? Halt! Danke! Ist der bescheuerte Typ. Bei Thors Hammer, das war ein Schreck. Jo, schön, wieder ein Weltereignis abgeschlossen. Alter Mann am Abgrund. Ein Rätsel ist fertig. Ja, wir machen das jetzt so, wie er gesagt hat. Vielleicht bleibt ja unten was am... Wie hat er gesagt? Besteht unten ja was weiter oder geht nicht kaputt? Wir gehen jetzt einfach direkt hier runter, wo wir das alles runtergeschmissen haben. Einfach um zu checken, ob er unten auch noch liegt. Auf jeden Fall total crazy war der Typ jetzt. Oh, das sind noch ein paar Meterchen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu springe oder so. Ich muss immer mich abseilen, so ein bisschen. Also so Assassin's Creed-like hier so runterklettern. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Ich will ja jetzt nicht wie der enden. Vielleicht liegt ja wirklich noch eine Kiste hier unten und bringt uns was Gutes. Man kann es ja nicht wissen. Also ich würde dem Spiel zutrauen, dass es klappt, aber es ist eine Kiste hier. Guck. Eine hat überlebt. Die hält echt. Die halten was aus, die Kisten. So.
dann gucke ich jetzt doch nochmal, ob da jetzt wirklich noch unten was aufgegangen ist oder ob ich die Kisten noch irgendwie benutzen kann. So, wir sind fast unten. Da liegt wieder eine Kiste. Da unten liegen sie alle, glaube ich, oder? Da liegen auf jeden Fall nochmal zwei. Das ist total crazy. Ich glaube nicht, dass jetzt noch groß was passiert, aber es wäre lustig, wenn Ubisoft irgendwas noch mit diesen Kisten angestellt hat jetzt. Kann man sie vielleicht noch kaputt machen? Nee. Harald sehe ich auch noch nicht. Kletter hier umsonst runter, oder? Ich lasse jetzt mal da liegen. Wir müssen so in die Richtung. Also, ja, gleich geht's zur Hauptquest weiter. Wie weit bist du denn? Ich bin noch nicht so weit. Ich bin jetzt erst bei dem Sumpfgebiet. Ich bin noch gar nicht bei irgendeinem Sumpfgebiet. Also, du bist weiter als ich. Ich bin noch hier, wie gesagt, noch in Norwegen. Ich bin gerade auf dem Weg zu Geburtsrecht, damit wir mal endlich nach England dürfen. Und ja, müsste eigentlich noch diese ganz hell leuchtenden Punkte hier alle machen, aber nee, jetzt kommt langsam mal die Quest dran. Also die Kisten liegen hier wirklich alle. Ich hoffe echt, dass da unten eine offene jetzt liegt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das war's schon. Aber eine verrückte Quest auf jeden Fall. Wir müssen so hier runter. So. Auf der anderen Seite in das Dorf, was ihr da gerade gesehen habt, ganz schnell. Sind wir denn langsam mal unten? Alter Schwede, wie tief ist denn das? So. Jetzt wird's spannend. Und? Irgendwas Sinnvolles hier unten? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben nichts verpasst. Ah, da ist was. Das ist auf jeden Fall er. Ihn haben wir gefunden. Das ist auch eine kaputte Kiste. Ich lasse mir das jetzt mal nicht entgehen, wirklich zu gucken. Nee, aber ich glaube nicht. Höchstens, dass vielleicht noch was ins Wasser gefallen ist. Nee. Wäre jetzt auch zu lustig gewesen, wenn man hier noch irgendwas Sinnvolles gefunden hätte. Oder zu gut gewesen, wenn das wirklich Sinn gemacht hätte. Okay. Wenn ihr doch was gefunden habt bei eurem Spielzug, dann, wenn ihr das gespielt habt, dann schreibt es in den Chat. Dann suche ich weiter, aber jetzt geht es erstmal zur Hauptquest. Also er hat es auf jeden Fall nicht überlebt, seine Sachen sind kaputt und damit hat es sich erstmal erledigt. Okay. So, ja, du bist schon in England. Englerland, genau. Genau, so nennen die das. Das ist schon ein verrückter Name, den die dafür haben. So, und da vorne ist die Stadt. Jetzt gucke ich mal, ob das mit dem Schiff rufen klappt, weil... Doch, das klappt gut. Das klappt ja super. Hätte ich es auch nicht gedacht, dass das wirklich dann so schnell da ist und alles. Wunderschön. So, jetzt bin ich aber schwer gespannt, was König Harald zu sagen hat. Also ihr seht, überwältigende Gegner hier jetzt, ne? Jetzt wird es richtig hart. Ich darf jetzt nicht irgendeinen Quatsch machen. 280 sind die von der Stufe her. Wir sind jetzt in der Stadt von Harald. Sigurd ist ja mein, ja, Stiefbruder sozusagen. Ich bin ja adoptiert worden. Ich weiß gar nicht, ob das Stiefbruder dann heißt. So, ich markiere mal kurz das, was hinter mir ist. Da ist irgendwas.
Was ist denn hier in 20 Metern über uns? Ich sollte mich vermummen. Darf ich hier nicht hin? Ich denke, ich soll hier besuchen kommen. Ein Misstrauensgebiet kenne ich auch noch nicht. Was ist denn hier? Ach, wieder so ein... so ein Lauf-Parcours-Rätsel. Ja, das hat ja super geklappt. Parcours läuft ja nicht.